Plus 3 Rüstung, plus 5 Beweglichkeit, plus 9 Kredite, minus 9 Tempo. Soll man das nehmen? Ja. Das brauchen wir ja gar nicht hier. Was gibt's hier schon wieder zu lachen? Ja, Rhabarberkuchen. Apfelkuchen, ja, sorry, ich bin Zimt. Und was bleibt denn bei euch in der Colorado-Tüte eigentlich übrig? Alles, da da Gelatine drin ist. Ernsthaft? Ja, ich esse nicht so gern Gelatine, weil es ja Knochenmark und so. Also es gibt, am Anfang habe ich mir mich da auch schwer getan, aber mittlerweile habe ich da gute Alternativen gefunden. Aber die Tiere geben doch gerne ihr Knochenmark ab. Habe ich schon mal erzählt, dass ich in einer Tierverwertungsanstalt war? Ja, hast du erzählt. Möchte der Chat vielleicht die Geschichte doch mal hören? Aber bei mir bleiben die ganzen unbeklebten Lakritze übrig. Weil die schmecken nicht besonders. Es gibt ja leckere Lakritz ohne alles, aber die im Colorado, also das ist doch mit Lakritz, oder verwechsel ich das gerade mit einer anderen Mischung? Nee, ist richtig. Und es gibt so Lakritz mit so einem Zuckerguss drumherum, die gehen auch noch, aber die ganz normalen Lakritze, die da drin sind, die schmecken einfach echt scheiße. Genau wie Lakritz-Schnecken echt scheiße schmecken. Ich esse gerne... Ich mag Lakritz, aber Lakritz-Schnecken schmecken scheiße. Ich esse gerne Tapsis. Was? Tapsis? Tapsis. Die sind ohne Gelatine und das ist auch lakritzartig mit so Schaum. Weißt du, also so dieses, wie heißt das denn? Lakritzschaum. So wie Schweinespeck. So eine Art Tollwut-Lakritz. Ah, ich weiß, was du meinst. Mäusespeck meinst du? Nee, ja, genau. Und das sind halt so Koala-Gesichter. Die heißen Tapsis. Und die als Lakritz? Die gibt es, die sind, da ist ja Lakritz mit drin. So. Und, da ist Lakritz mit drin. Genau, das Gesicht ist aus Lakritz, die Ohren sind aus... Das ist aber süß. Naja, und die sind halt vegetarisch, die esse ich sehr gerne. Gibt es denn irgendeinen vernünftigen Ersatz für Gelatine, um so die gleiche Konsistenz hinzubekommen? Muss ja, weil sonst werden die Tapsis ja wabbelig, ne? Und die sind ja komplett. Ja, aber wenn das so ein aufgeschäumtes ist, dann ist es ja nicht dasselbe wie ein Weingummi. Nee, aber ich weiß es nicht. Meine Freundin bringt. Soll ich das nehmen? Minus 13 Beweglichkeit? Nee, das ist ein Druiden. Int. Was ist das? Das ist mit... Rind? Nicht mit Rind, mit Int ist das und du brauchst das nicht. Was ist denn mit Int? Intelligenz. Intelligenz, das war für Druiden, was du da gerade gesehen hast. Ach so. Wie konnte ich mich so vertun? Jetzt denkt das jeder, ich kann das Spiel nicht. Ich habe nur sehr, sehr viel Negatives gehört über zuckerfreie Gummibärchen. Sehr viele Geschichten von, dass die scheiße schmecken und Durchfall machen. Hey Leute, Drache, pst. Habt ihr die anderen schon alle platt? Der Teil hier hatte früher mal richtig Lore, also richtig Geschichte. Wann geht der denn los hier? Wann geht der los? Der schläft noch, der wird jetzt geweckt, pass auf. Aber man muss vorher erstmal die ganzen anderen Bosse machen und das habt ihr, glaube ich, noch nicht. Toll. Hätte ich euch gleich sagen können. Ne? Haben wir eigentlich heute schon was verlost? Ich habe gestern wieder erst ein Buch zur Post gebracht. Nevi schreibt, ich habe die Lakritzschnecken früher immer in Mineralwasser geschmissen und dann getrunken. Ja, das ist einfach Wasser mit Lakritz. Das kann man aber auch mit Wodka machen. Und dann hat man so Lakritz-Wodka, ohne Scheiß. Bei Wodka kann ich das ja verstehen, weil man ja allgemein dazu neigt, jede Form von Alkohol zu konsumieren im gewissen Alter. Oder ja, und bei Wasser, manch einer hatte halt eine harte Kindheit. Ja, kein Alkohol. Aber die werden glibberig, ne? Und groß dann. Oder ist das nur bei Gummibärchen, dass die sich, wenn man sie in Wasser wirft, halt so füllen? So Wasserleichen-Gummibärchen. Ja, habe ich gerade gestern eine gute Folge Deep Space Nine im Bett geguckt. Aber ging's auch über Wasserleichen-Gummibärchen? Nee, aber da war eine DNA, die sich entpuppt hat. Und das war nachher ein Klon, der so wabbelig war. Musste ich lachen. Ihr habt ja nicht alle Tassen im Schrank, oder? Kann das sein? Warum? Weil wir Deep Space Nine gucken? Stevia-Süßtiere habe ich schon mal gegessen. Ja, sind lecker. Aber Stevia ist halt das Problem. Auch, es gibt auch Fritz-Cola mit Stevia. Das verträgt nicht jeder am also mein Magen zum Beispiel. Wenn ich zu viel Stevia trinke, kriege ich irgendwie Sodbrennen. Nicht Durchfall? Nee, Durchfall kriege ich von Süßstoff. Von Aspartam oder was? Ja, zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber auch nur, wenn du halt
Kiloweit. Also ist ja auch so, wenn du ganz viel Kaugummis isst und so, da ist ja auch oft Aspartam drin. Du musst ein bisschen aufpassen, diese Geister, die da rauskommen, die hauen dich. Und deswegen, die kannst du auch nicht mehr killen, die Geister. Und deswegen nimmt man dann immer ein bisschen Abstand, damit man nicht platt geklopft wird. Also man sollte es zumindest. Genau der, von dem solltest du Abstand nehmen, weil der dich dann mit drei Schlägen tothaut. Oder du stellst dich tot. Lauf weg. Scheiße! Oder lauf einfach weg. Gut, der ist verschwunden dann. In zuckerfreien Gummibärchen sind oft Zuckeralkohole zum Süßen drin und die sind bei übermäßigem Verzehr abführend. Oh, kennst du das, wenn man Sachen liest, von denen man denkt, die klingen irgendwie glaubwürdig und man hat überhaupt keine Ahnung, ob da überhaupt irgendwas dran ist? Geht mir sehr oft so. Das habe ich zum Beispiel immer, wenn Marcel Reif kommentiert. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, der noch übrig ist, der Marcel Reif mag. Also ich mag den eigentlich als Kommentator. Das war früher immer mein Lieblingskommentator, aber ich habe ihn wenig gehört in den letzten Jahren. Das war früher auch mein Lieblingskommentator. Der ist leider viel zu oft bei den guten Spielen auf Sky. Das Schlimmste, den es gibt, ist Fritz von Turn und Taxis. Das ist mit Reti. Abstand, nein, da ist Bellareti Gold gegen. Und Uli Potowski ist der König. Uli Potowski ist geil, vor allen Dingen, wenn er Pauli kommentiert. Wenn er Fortuna Düsseldorf kommentiert, schalte ich aus. Da verzichte ich auf das Spiel. Wenn er Pauli viele verzichten ist, auf das Spiel, wenn Fortuna spielt. Mein Lieblingskommentator ist immer noch Wolf Fuß. Der spricht ja jetzt bei FIFA 16, ne? Genau, ja. Ja, Breutmann ist weg. Dessen Buch ich auch empfehlen kann. Das ist zwar komisch, dass er in seinem Alter schon sowas wie eine Biografie hat, aber der erzählt echt gute Stories aus dem Fußballbereich. Aber bei Bellareti habe ich immer das Gefühl, also das kommt mir oft so ein bisschen. Nehme mir noch so eine Mozartkugel, oder? Dement vor, was er da erzählt. Also du versuchst oft eine Parallele zwischen dem, was er erzählt, und dem Spiel zu finden. Ja gut. Der fällt mir auch immer wieder auf, dass er Dinge völlig falsch sagt. Also er sagt einfach, jetzt gibt's Abstoß und in Wahrheit gibt es. Und das Schlimme ist, er verbessert sich dann auch nicht. Aber er nennt klar völlig falsche Namen. Genau das sage ich aber bei Marcel Reif auch. Komisch, ja? Ne? Ja, genau das eigentlich. Vielleicht ist das so selektive Wahrnehmung. Es fällt einem bei dem auf, den man sowieso nicht mag. Genau, ja, das kann so. Aber wie hieß nochmal der Kommentator, dessen Tochter jetzt auch bei Sport1 ist? Topmöller nicht, sondern Kaiser. Wie hieß der denn? So ein ganz bekannter von den Öffentlichen. Töpperwien. Ist das die Tochter? Die Tochter ist das, ja. Aber Moment mal, ich verwechsel, glaube ich, die Tochter gerade mit Sabine Töpperwien, die nicht bei Sport1 ist, sondern ist beim WDR. Ja, genau. Ach nee, ich habe das mit Vontora verwechselt, Entschuldigung. Auf jeden Fall hatte Bellareti... Und die klingt wie ein Müllmann, die Frau. Und Bellareti hatte jahrelang mit Töpperwien ein Büro zusammen. Und da, ich habe mal so einen Hinter-den-Kulissen-Bericht gesehen. Und das ist so ein schäbiges, gelbes Ding, wo sie zu dritt so sitzen und rauchen die ganze Zeit. Du meinst Laura von Torra? Ja, genau, das habe ich verwechselt. Ich dachte, Töpperwien hätte auch eine Tochter. Habe ich verwechselt. Ich habe eine Frage noch nicht gestellt, aber ich würde gerne eine Antwort haben, Thomas. Du hast eine Frage gestellt? Nein, ich habe eine Frage noch nicht gestellt, aber du kannst mir die Antwort schon geben, na? Wir sind 491. Danke. Werner Hansch, all right. Gott, Werner Hansch fand ich so anstrengend. Wieder. Ja. Aber der kommentiert schon länger nicht mehr, ne? Kann das sein? Ich habe den neulich, habe ich eine Wiederholung von Zimmerfrei gesehen. Da war er zu Gast, aber die war schon sehr alt, die Sendung. Oh, Zimmerfrei, das ist auch so eine Sendung. In meinem gesamten Bekanntenkreis war die Sendung früher unglaublich beliebt. Alle mochten die. Und ich habe mir das immer angeguckt und habe mir gedacht, was ist dieser komische Götz Alzheimer für ein dummes, arrogantes Arschloch? Götz Alzheimer ist ein super Musiker, aber ein recht arrogantes Arschloch, glaube ich. Ja, ich habe viel Fernsehen geguckt die letzten Tage, wenn man so im Bett liegt. Unter 500 mache ich nicht mehr weiter. Dann ruft eure Freunde an. Isst du jetzt so lange Mozartkugeln, bis wir 500 Zuschauer haben? Ja. Das ist ein Protest. Du hättest das offiziell als FIFA-Protest deklarieren sollen und letzte Woche machen sollen. Dann hätten wir sagen können, wir haben geholfen, Blatter zu stürzen. Habe ich jetzt schon die dritte Mozartkugel gegessen? Ich glaube, ich weiß es nicht.
Der Hansch kommentiert noch für Radiosender. Tatsächlich? Echt? Für Sport 1 FM kann das sein? Ehrlich? Telefon. Wollen wir mal ein kurzes Päuschen machen? Wir machen ein kurzes Päuschen. Bis dahin haben wir aber auch nicht 500 Zuschauer. So, dann sag doch mal, 500 schon? Ich sehe das hier nicht auf diesem Interweb. Wir sind jetzt wieder auf 470. Oh Mann, ey, nur weil man eine Pause gemacht hat, sind 30 weg. Das ist ja wie ne Zapping, ne? Wenn das nicht läuft, ja. Dann, wenn die Menschen nicht begeistert, dann sind die sofort weg. Die haben keine Aufmerksamkeit. Keine Aufmerksamkeitsspanne. Also, es gibt was zu gewinnen, Leute. Jetzt kommt ran. Wir haben ganz viel zu gewinnen. 400. Zeigt nochmal den Preis hier. Bis wir 500 sind, dann geht dieses schöne Spiel hier raus. Das muss ja auch alles raus. Raus. So. Nicht? Haben wir denn hier das Gewinnspiel vorbereitet, Thomas? Nein? Doch. Machen wir das spontan. Ja, wie immer. Haben wir das überhaupt noch übrig oder ist das schon verlost? Das, was im Regal lag, können wir noch verlosen. Das lag im Regal. Alles andere ist schon egal. Verschickt. Alles andere ist schon verschickt. Also es muss raus. Sobald wir 500 sind, ist es raus. Sind wir noch nicht. Und es kriegt derjenige, der eine Spende von 1500 Euro jetzt macht. Dann Spaß. So würden wir nie sagen, das reichen noch 750. Nee, wie machen wir das denn? Ich weiß nicht. Und wo sind die anderen hier? Scheiße, jetzt stehe ich hier rum. Seid ihr nicht schon durch? Verlos es mir, hab den Char extra gelevelt. Also, das heißt ja dann nicht verlos es dir, sondern schenk es dir. Du kriegst eine Mozartkugel dafür. Was hältst du davon? Musst dir nur abholen kommen in Hamburg. Und noch ein Mozartplättchen. Also Alex, was du schreibst, mit dem, dass du ja ein T-Shirt von uns für die Gamescom holen willst, wenn ich dich damit sehe, trete ich dir in den Arsch. Gebe ich dir einen Kaffee aus. Echt? Ja. Bei der Gamescom? Ja, aber wenn ihr uns seht, müsst ihr uns anstoßen, weil wir sind da nicht zum Vergnügen und kriegen das vielleicht nicht mit. Wie, wir sind nicht zum Vergnügen? Naja, du. Ihr müsst. Ach, da ist der Boss. Ich dachte, der hätte ich schon gemacht. Nein. Haben die jetzt extra auf dich gewartet, nur um den Boss zu killen? Ja, aber die wissen, ohne mich haben wir keine Chance. Mhm. Davon gehe ich aus. Die Mozartkugeln schmecken am besten, Christian. Finde ich. Katsching. Wir sind eine Gilde, Leute. Eine Gruppe. Und eine Gilde. Aber auch Gilde, ja, das war ein Gilden-Achievement, ne? Der versunkene Tempel. Oder? Nee, das war kein Gilden-Achievement. Kann ich so machen? Route des... Brauchst du nicht. Kannst du nicht benutzen. Kann ich auch nicht benutzen. Auch weg. Zack. Jetzt geht das los. Müssen wir noch was looten hier? Nee, aber du musst eine Quest am Eingang abgeben. Eine Quest am Eingang abgeben. Das machen wir. Und danach kannst du ja mal deinen Questlog aufräumen, wie von vielen gefordert. Verbündete benötigt, wo wir gerade eine Pause gemacht haben. Was nun, Jochen? Gruppenanführer. Naja, wenn du Gruppenanführer heißt, dann entscheide du das. Ich würde ja sagen, wir gehen noch ein bisschen leveln, oder? Nee? Mach dir doch gerade. Also du bist ja dabei. Ja, zu leveln. Aber draußen in der freien Wildbahn mit noch mehr Leuten. Okay. Oder wir machen nochmal einen... BG? Ja. Er heißt übrigens nicht Gruppenanführer, er ist nur Gruppenanführer. Ach so. Weil er eingeladen hat. Ich weiß. Wie verlosen wir das, Thomas? Hast du eine Idee? Ja, ich denke mir jetzt was aus. Frag mich in 2 Minuten nochmal. Alles klar. Sollen wir nicht eine Preisfrage, eine Frage machen? Ja, ja. Haben wir eigentlich schon mal irgendwie eines von den Verlose-Tools benutzt, die es so auf Twitch gibt? Könnte ich mal machen, ne? Soll ich mir das mal angucken? Was gibt es denn für Verlose-Tools bei Twitch? Ich meine, ich hatte mal ein Plugin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Browser-Plugin war oder... Ich hatte auf jeden Fall mal irgend so ein Verlose-Tool gelötet, Dings. Ja? Ja, weil ansonsten das Problem ist, wenn du irgendeine Frage stellst und die Leute nur eine Antwort in den Chat schreiben, okay, müssen spammen alle und dann übersiehst du, wer der Erste war. Manchmal. Ich kann das Tool von hier aus starten. Ich lese mir das mal kurz durch. Was hast du da gerade bekommen für einen Gegenstand? Ist der nützlich?
Nein. Nee? Was kann der denn? Ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Die Essenz des Schemens von Iranicus. Dieser grüne Kristall. Wo ist denn das? Ein bisschen über, also eine Zeile darüber, drunter